Hallo Leute, es geht weiter mit Deadlight. Wir sind zuletzt mit Randall und Ben hier gelandet und Ben braucht Hilfe und wir werden ihm natürlich helfen. Oder es versuchen. Aber erstmal. Damn it. There's gotta be a first aid kit and some meds around. Ja, du findest doch hier ständig ein. Also du wirst ja wohl für ihn auch einfinden. I need to help Ben fast, or he'll bleed out. Ja, dann rennen wir mal. Nicht, dass es so ein Bad End gibt oder so, weil wir nicht schnell genug waren. Toll. Hier ist doch eben, ist doch ein Krankenwagen. Aber da kommen bestimmt jetzt Zombies raus, ne? Eine Broschüre über die neue Grippe und was man dagegen tun kann. Neue Krankheiten überraschen unsere Körper, doch es hat immer ein Heilmittel gegeben. Früher jedenfalls. If this isn't hell, I don't know what is. Ja, das kann ich mir denken in der Welt. Ah, gut. Ist zwar in Filmen und Serien immer ganz cool, aber so eine wirkliche Zombie-Apokalypse, ja. Will ich nicht wissen, wie schnell wir da alle verrecken. Einmal nicht aufgepasst und schon war's das. Das war so klar. Das war so klar. Was mache ich jetzt? Haha. Reingelegt. Das war aber die falsche Seite, ne? Ich glaube, ich muss die K.O. sogar machen. Kann das sein? Ach, komme ich hier trotzdem rüber jetzt? Nein. Guck mal, ich schaffe das auch so. Ja, deine Ausdauer, deine Ausdauer. Ich habe es auch so geschafft. Oh, die kommen doch hier wieder. Aber hier ist noch was. Gut, dass ich runtergegangen bin. Oh, du bist dusselig manchmal, echt. Oh mein Gott, bin ich runtergeknallt hier. Und die gleich mit. Die kommen alle mit. Hallo Leute. Na, schön hier unten. Ja. Ich weiß nicht, da ist von der Leiter, aber irgendwie... Wo soll ich lang? Oh. Get out of my head. Daddy. Daddy. You want to play with me? These memories. These thoughts. It hurts so much to think about my Lydia. Maximale Gesundheit erhöht. Ach, das ist ja schön. Ja gut, dann war das zwar nicht der Weg, den wir hin sollten, aber immerhin etwas Wichtiges gefunden und dafür gehe ich ja auch gerne den Weg. Komisch, dass die ganzen Zombies nicht mehr aufstehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass deren Köpfe gleich hier gehirntot gehen. Aber ist ja schön, ne? Boah, ich könnte diese ganzen Sprünge nicht, ganz ehrlich. Ich würde da unten stehen und hallo! Hallo? Mir einen abkämpfen würde ich. Üben, üben, üben. Und am Ende wahrscheinlich trotzdem da noch sitzt. Was ist hier? Ein merkwürdiger Brief des Arztes, der die Krankheit im Krankenhaus untersucht hat. Seine Einschätzung lautet, diese neue Krankheit macht uns unsterblich. Mhm. Liegt hier noch was? Nee. Genau. Dann will ich jetzt mal wieder hier weiterlesen. Wie gesagt, ihr könnt ja weiterblättern, falls es euch nicht interessiert, was hier im Tagebuch steht. Mich interessiert es aber. Und deswegen werde ich jetzt weiterlesen. Ich bin mal irgendwas mit 26. März oder so, glaube ich. Mhm. 12. März, nee, das hatten wir. 25. März, 26. März. Genau, war richtig. Den ganzen Morgen flogen die Hubschrauber. Verdammt, schon wieder. Das ist derselbe, der die ganze Nacht über dem Tal rumgeflogen ist. Offenbar kümmert sich das Militär endlich um das Problem. Sie senden eine Nachricht. Die Einwohner sollen am Nachmittag zum Flugplatz kommen. Sie sagen, wir müssten uns beeilen. Es sieht so aus, als will uns die Armee in ein sicheres Gebiet bringen. Dann ist die Stadt nicht länger sicher? Eine Kleinstadt abgelegen und umgeben von einem tiefen Wald geschützt durch die Berge ist nicht länger sicher? Was zum Teufel reden diese Leute denn da? Ich begreife das alles nicht. Hope, was für eine Ironie.
Die Stadt ist zu einem Ort ohne Hoffnung geworden. Ich muss etwas unternehmen. Meine Familie ist in Gefahr. Was immer das auch ist, es ist in Kanada angekommen. 20. April. Ich habe schon länger nichts mehr geschrieben. Die Stadt wurde überrannt. Zusammen mit Ben und den anderen Männern habe ich erbittert gekämpft. Aber unsere Barrikaden hielten nicht und wir konnten sie nicht aufhalten. Als ich zum Haus zurückkam, waren Shannon und Lydia wie alle anderen verschwunden. Alle haben die Stadt verlassen. Parker und ich haben Hope zusammen verlassen und uns seitdem nie wieder voneinander entfernt, als es unbedingt nötig war. Wir sind durch den Wald gestreift, vor der Katastrophe geflohen, haben unsere Trauer verarbeitet. Bis wir nach Vancouver kamen, wir glaubten, in einer großen Stadt wäre alles besser und wir würden andere Menschen treffen, wie naiv wir doch waren. Vancouver ist nicht wiederzuerkennen. Es gibt nichts zu essen, kein Benzin, keine Hoffnung. Wir liefen weg, suchten uns wie Tiere einen Unterschlupf und haben kaum geschlafen. Überall sind hunderte dieser Dinger. Schatten, so nennen wir sie, seit es angefangen hat. Schatten, die in der Dunkelheit leben, die einst eine menschliche Gestalt hatten, die einst zu den Menschen gehörten. Schatten eines Lebens, das zu Ende gegangen ist. Ihr Stöhnen quält uns die ganze Nacht. Ich denke immerzu an Shannon und Lydia. Sie sind irgendwo da draußen, verängstigt und auf der Flucht. Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ihr fehlt mir so sehr. 30. April. Heute sind Parker und ich auf eine Gruppe von Überlebenden gestoßen. Sie hatten sich seit dem Zusammenbruch der Stadt vor über einem Monat versteckt. Wie in Hope. Jetzt haben sie kein Wasser und nichts mehr zu essen und sie fürchten sich. Sie stromerten in den Vororten der Stadt herum und beinahe hätten sie Ben und mich getötet. Die Gruppe besteht aus 2 Männern und 2 Frauen. Sie sind bewaffnet. Einer der Männer ist ein Cop, allerdings ein sehr alter. Der andere scheint in seinem Leben noch nie eine Waffe abgefeuert zu haben. Er sieht aus wie ein Universitätsprofessor, rothaarig, dünn, Kanonenfutter. Die Frauen sind Zwillinge und noch sehr jung. Sie sehen vollkommen identisch aus. Offenbar sind sie nicht verwandt mit den Männern und ich habe keine Ahnung, warum die Männer sie seit so langer Zeit beschützen. Der alte Mann hat im Funk eines defekten Polizeiwagens eine Nachricht gehört, in der es um eine Stadt auf der anderen Seite der Grenze ging. Er will, dass wir in den Süden gehen. Er sieht uns bereits als Gruppe. Wir, sagt er, wir müssen einander helfen, sagt er. Ben hält es für das Beste, dass wir alle zusammengehen. Als Gruppe, als Herde. Morgen brechen wir auf nach Seattle. Dort soll es ein Versteck geben. Shannon und Lydia sind bestimmt dorthin unterwegs. Okay, der 3. Mai ist das, was wir als nächstes dann lesen wollen. Wie immer, wenn wir es schaffen. Das ist doof hier gerade. Solange die hier nicht gerade hochkommen, okay, aber... Jetzt muss ich mal überlegen. Irgendwie muss ich ja nach oben dann kommen. Aber wie? Ich glaube, ich muss die Kiste schieben. Ich glaube, ich muss die kalt machen. Kann ich die so kalt machen? Warum eigentlich nie? Ja, sorry. Und jetzt sag mir bitte, dass ich... Jawohl, gut, ich habe recht gehabt. Ich brauche echt neue Muni. Komme ich da so ran? Jo. Boah, jetzt ist da wieder ein Radio, das lockt die doch an. Ja, dann kann ich ja gleich auf die andere Seite springen, oder? Oh, schön, Muni. Ist hier noch mehr? Nö, natürlich nicht. So, dann kommt mal alle. Damit ihr da hinten runterfallen könnt. Achso, hier sind gar keine. Das weckt die aber alle auf, ne? Ist auch nicht schön. Das hat die alle voll aufgeweckt. Aber es lockt sie zumindest auf die linke Seite. Ich mach das Radio mal lieber nochmal an. So, dann laufe ich einfach nach rechts, ne? Schön, dass er das immer automatisch macht. Das wäre sonst echt hektisch. Hier ist der Medizinkasten. Verbandskasten, finde ich ab und zu. Ja, du sollst ihn ja auch nicht für dich, du sollst ihn doch für Ben mitbringen. Verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Reicht der nicht für ihn? Ja, da ist irgendwie so ein Arzt, das macht ihm wohl echt Gedanken. Und wo darf ich jetzt hinspringen? Da. Die Buchstaben fallen hier nach und nach runter, das ist auch schön.
St. Thomas Krankenhaus, 5. Juli 1986, 17.25 Uhr. Ich werde den einfach so platt machen. Keine Muni verschwenden. Komm mal her. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr, aber ich mach's doch ganz okay hier. Geht doch. Ein Ausschnitt aus dem Magazin Wissenschaft und Medizin, in dem es um das Klonen von Menschen geht. Zu den ethischen Ängsten, die der Artikel behandelt, gehört die Verarmung unseres genetischen Erbguts. Kann es denn noch ärmer werden? Das weiß ich nicht. Treten wir mal die Tür ein. Das wird super. Ich sehe das schon. Ja, nein. Lasst mich alle. Ja, kommt alle hinter mir her, ihr blöden Arschgeigen. Oh, ich wette, da unten war bestimmt noch was zum Einsammeln, ne? Wo die jetzt alle sind. Wenn man schnell genug ist, schafft man das da unten. Aber da habe ich jetzt Pech, das ist so. Obwohl, ich könnte mich natürlich eine... Nein, wir lassen es lieber. Ich lasse es lieber. Nein, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Das war auch... Das war toll. Das war super. Alle auf ihn. Jawoll. Immer drauf. Massenmeute. Gut. Die Tür ließ sich gerade nicht eintreten. Das war das Problem. Hast du alles? Ich glaub schon. Einfach mal hier so. Oh. Da ist die Apotheke. Ach, so ist das. Ach so, hier sollte ich also hin. Auch wieder gut, dass ich gestorben bin. Manchmal muss man sterben, um weiterzukommen. Es ist merkwürdig. In Spielen natürlich. Wo sind jetzt die Zombies hin? Hier waren doch ganz viele. Naja. Vielleicht kam man deswegen auch nicht durch die Tür, weil man noch nicht da jetzt unten war. Also hatte ich recht, da war doch was. Ha. So, schnell auf. Und weg. So. Dachte, der steht auf. Was haben wir genommen? Ein Ausweis. Carla L. Homolka. Man weiß nie. Okay, dann lass ich mal hier so einfach fallen. Super. Machst du das? Achso, erstmal das nochmal eintreten und dann raus. Da unten lasse ich mich lieber nicht fallen. Was hat er? Die Uhr des Arztes, der sich auf die Unsterblichkeit gefreut hat. Sie ist um 0.02 Uhr stehen geblieben. Aha. Also doch fallen lassen. Ich habe immer Angst hier in solchen Gegenden. Oh, das war berechtigt. Nein. Lauf. Lauf! Digga, lauf! Ja, bis Fenster, Mann. Wo sonst? Oh, Spannung. Und der Ton ist wieder weg. Ja, Randy, ich glaube, es geht mir besser, aber ich hätte mich gefreut, wenn wir früher eine dieser Krankenschwestern in Uniform aufgetaucht hätten. Wäre. Oh, ich bin doch so aufgeregt. Weißt du noch, wie es geht? Wenn das Ding genug Treibstoff hat, kann ich es auch fliegen. Bingo, was habe ich dir gesagt, Kumpel? Sie haben sie zum Versteck gebracht, aber aus der Luft müssten wir sie finden können. Alles okay, Ben? Mir ist ein bisschen schwindelig und ich bin traurig, Randy. Meine Frau fehlt mir. Ich möchte wieder bei ihr sein. Dieser Job geht mir auf den Zeiger. Du Armer. Aber wenigstens hat sie all das nicht durchmachen müssen. Wir sind wie alte Knacker, was? Wir reden nur über die Toten. All die Menschen, die wir geliebt haben, sind nicht mehr da. Das muss voll schlimm sein.
wenn man sich so alleine fühlt. Wir sind alleine. Sieh mal, Randy, das Versteck. Jetzt müsstest du sie finden können. Zumindest so weit habe ich dich gebracht. Ja, gut, Ben. Du willst jetzt nicht Selbstmord machen, oder? Der macht so einen Eindruck. Geht es dir wirklich gut, Ben? Ben, Ben! Wach auf! Ja, scheiße, es geht ihm nicht gut. Mann. Jetzt ist er voll draufgegangen. Randall stürzt sich aus dem Helikopter und überlebt natürlich, wie in einem Actionfilm. Und da sind wir nun. Was sind denn das für riesige Schatten da hinten? Wait, this is my neighborhood. This is my street. I don't like this. Oha. This was the day. Oder rennt das mir? The day the shadows destroyed our town. Boah, krass. This is my home. Es sieht voll gruselig aus. Entschuldigung, dass ich reinquatsche, aber es sieht voll heftig aus. Oh nein. Shannon. Lydia. Oh nein. No. This isn't how it happened. You weren't here. Oh nein. Militärfriedhof, Fort Lutton. It hurts more and more to think about them. Oder Lawton. Fort Lawton. Ja, ich will natürlich nach rechts, ich will nicht nach links. Ben died in the accident. Bloodstained fragments from the safe point. The new laws lie. It looks overrun. Shadows can't be stopped. Jetzt kommt der Heli wieder. Der jagt uns bestimmt gleich wieder. Der Arsch-Heli. Will ich an die Leiche unten oder will ich gleich an die Leiter springen? Ich gehe mal nach unten. Oh, ich hab doch zuerst gemacht. Shit. Krieg ich noch Muni? Ja, krieg ich noch mehr Muni? Das ist immer nur so eine Ersatzpatrone, oder? Ach ja, und dann... Boah, ich bin so blöd, wieso schieße ich denn? Genau. Ganz schnell soll man laden, dann krieg ich eine Errungenschaft, mache ich mal eben. Scheiße, geht nicht. Kann ich ja nur, wenn ich die ganze Zeit schieße, ne? Aber wenn hier noch eine ist, dann nehme ich noch eine. Sogar zwei. Oder drei. Oder fünf. Sammel doch so viele ein, wie du kannst. So. Ich soll das hier... Ich bin doch nicht bescheuert und mach das auf. Muss ich das jetzt aufmachen? Oh, wäre ich doch nur mal an die Leiter gesprungen. Menno. Oh, da sind doch welche drinne. Da sind doch welche drin, ne? Ja, es war doch klar, dass ich hier sterbe. Weil ich denke jetzt, ich muss nach rechts, oder was? Hä, aber wenn man unten Munition bekommen kann, dann muss man da doch auch irgendwie wieder wegkommen können. Oder muss ich die umrennen und dann komme ich weiter? Es sind aber so viele. Hm. Die fällt sowieso runter, ach deswegen. Ja, dann muss man ja nach rechts. So. Okay. Ja, was mache ich denn jetzt, ey? Das ist... Kommen doch alle. Warum kann ich nicht hier wieder nach oben? Ich hasse sowas. Und ich versuch's immer wieder mit der Munition. Vielleicht mit der Schrotflinte. Vielleicht komme ich mit der besser voran. Weil die einfach mehr Wumms hat. Mit der Pistole Schloss aufmachen, aber mit der anderen, ne?
Ja, oh Manu, jetzt hätte ich da nach oben springen können, aber okay. Ich bin sehr großzügig hier mit meinen Pistolen-Munition, ich weiß. Aber ich rette mir halt den Arsch. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Jawoll! Da war ich zu langsam. Na komm. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Ja, hallo? Darf man hier noch mal wenigstens durchlaufen? Voll gemein, stürzt mir erstmal so ein Holzbrett auf den Kopf. Nein! Boah, wie schnell muss man das denn machen, ey? Mein lieber Scholli. Wusstet ihr schon, das Versteck ist übrigens nur eine Falle? Jawohl. Ja, stirb. Du schaffst es doch eh nicht. Es ist noch nicht mal ein Brett auf seinen Kopf gekommen und er stirbt trotzdem schon. Voll unlogisch und so. Ich meine, er überlebt aus einem Helikopter, aber das schafft er nicht. Oh, nun geh doch mal da durch, echt. Du bist doch so ein Trottel, ganz ehrlich. Was ist denn das, ey? Sich bücken und dann nicht durchgehen. Voll doof, ey. Das war doch gar nicht schlecht, ganz ehrlich. Ich weiß es genau, dass das ganz okay war. Auf jetzt. Ja, und jetzt komm. Und jetzt, mit abrollen. Total cool, ha? Huh? Total cool. Rein mit dir, alter Junge. So, und an der Stelle mache ich einen Cut. Da sehen wir uns dann das nächste Mal wieder in Deadlight. Ich hoffe, es macht euch Spaß und findet es noch spannend. Ich finde es auf jeden Fall immer noch sehr spannend. Und würde sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.